Endlich. Endlich kann ich's auch mal sagen. Und damit herzlich willkommen zu meiner Top 5 der Fall Season Anime 2016. Und ja, was hat uns diese Fall Season so für schöne Serien eigentlich gebracht? Ist es genauso gut wie die Winter Season? Genauso super wie die Spring Season? Oder genauso stark wie die Summer Season? Naja. Ich würde mal sagen, eher teilweise. Es war angenehm, muss ich sagen. Für meine Aussicht, es war angenehm. Ich hatte jede Woche, fast jeden Tag sogar immer was zu gucken. Ehrlich, das war wirklich ziemlich stark. Und ich finde eigentlich, ich habe ein bisschen viel zu viel geguckt, aber das ist halt eine Sache für sich. Ne? Wenn man das halt machen will, macht man das eben. Und ich kann es halt gerne immer wieder tun. Und ja, diesmal habe ich wieder 5 guten Serien ausgewählt, die meiner Meinung nach die stärksten für mich waren, die mich am meisten sehr interessiert haben. Ich erzähle euch jetzt erstmal zu anderen diese Serien, die nicht in der Liste drin sind, also in der Top 5. Und in der Liste sind erstmal nicht drin, die ich angeguckt habe. Trickstar, Yuri on Ice, Drifters erkläre ich kurz mal später. Dann haben wir nochmal Keijo. So, diese Liste ist jetzt erstmal die halt unter der Top 5 sind. Ne? Da würde ich jetzt sagen, Drifters halt ne, etwas 7 oder so, keine Ahnung. Das Ding ist bei Drifters, ich hätte eigentlich Drifters noch mehr gucken wollen, nur ich habe halt wirklich nur 2 Folgen geguckt und da kann ich mir halt keine Meinung machen. Ne? Das ist halt nicht möglich. Und ich weiß, dieser Anime ist eigentlich wirklich geil und witzig. Und bei Drifters hätte ich echt nochmal Bock, da gerne nochmal weiterzuschauen. Und ja, aber kann man halt eben nichts machen. Zu den anderen kann ich halt nur sagen, Keijo ist ein sehr guter Anime. Da muss ich echt sagen, schaut ihn euch mal eigentlich an. Der ist eigentlich sehr zu empfehlen. Viele vernachlässigen den halt ein bisschen wegen, klar, Keijo sind halt wirklich edgy Szenen geboten, da ist kein Drumherum, ne, Brüste, Po, da ist alles drin, ne, was du dir halt als ein Kerl so denkst, aber grundsätzlich finde ich halt, wenn die wirklich da kämpfen und Keijo kämpfen die wirklich, ist das eigentlich ziemlich cool da und es ist wirklich spannend, muss man sagen, und es ist echt wirklich gut. Ja, grundsätzlich bei Trickstar kann ich halt echt nur sagen, ich mag die Serie wirklich sehr gut, die ist wirklich, wenn schon, auf Platz 6 bei mir und Trickstar hat echt den großen Spaß in meiner Detektivreihe reingebracht und ich muss ehrlich sagen, das ist mehr zu empfehlen. Trotz all dem nicht besser als eine andere Mystery, was, ja, Mystery kann man jetzt sagen, ne, Mystery Krimi, ja gut, Krimi jetzt nicht, reinbeziehen, aber ehrlich, wer wirklich so Artgenosse, Fan von Detective Conan oder sonst vieles ist, kann sich ein bisschen da reinbeziehen, ist jetzt nicht so krass Detective Conan Style, aber vom gleichen Studio, oder nicht? Trotz all dem haben wir dann eigentlich ja nur noch zur Liste halt Yuri on Ice und da kann ich halt nur sagen, Yuri on Ice ist halt der Fall-Season-Liebling für viele, muss man ehrlich sagen und bei mir, ich hab's mir angeguckt, wirklich, bei mir ist es jetzt nicht der größte Liebling, ne, es ist nicht der Anime schlechthin, ne? es ist in Ordnung, ne, da gibt's halt ein paar Szenen, wo man denken kann, what the fuck, bitte nicht, ne, also für Kerle. Die Serie ist halt für die meisten Mädels wirklich, also für die Frauen-Mädels kann man halt echt sagen, das Richtige, ne, interessant, ist cool und ich kann halt nur sagen, das Opening und das Ending ist wirklich geil, da habe ich immer mitgesungen und immer wenn die halt die Musik, weil die tanzen ja da in einen Schlittschuh, ich habe ja keine Ahnung, machen Eislaufkampf, ja genau, Eislaufkampf, die fahren irgendwie in so eine Eishalle und dann tanzen die da. Also sowas Art, ne, die man halt als Kerl nicht gerne sieht. Ich hingegen hasse die Serie nicht. Ich fand die eigentlich ganz in Ordnung, aber hat nicht gereicht für meine Top 5. Und deswegen habe ich jetzt nur noch zu sagen, los. Und ja, ich werde mal jetzt sagen, wir fangen jetzt mal an. Platz 5 und viel Spaß.
Auf dem fünften Platz habe ich nämlich Shumatsu no Isetta oder auch die letzte Hexe Isetta. Jeder bestimmt, okay, ein paar kennen auf jeden Fall diese Serie bestimmt, weil die ist echt einer der Lieblingen von mir auf Crunchyroll gewesen und ist ja gerade sogar frisch beendet worden und muss ehrlich sagen, war in Ordnung, ist in Ordnung und ich mochte die Serie echt. Es geht jedenfalls darum, dass wir befinden uns am Vorabend des Zweiten Weltkriegs in Europa, einer anderen Welt. Ein Krieg nie zuvor gesehen. Ausmaßes wird in blutigen Schlachten auf der ganzen Welt ausgefochten. Inmitten all dessen befindet sich das kleine Land Illyshad. Ohne jede militärische Kraft oder natürliche Bodenschätze. Könige Fine beschließt, eine Waffe gegen die größeren Nationen einzusetzen und vor der noch nie jemand zuvor etwas gehört hat. Diese Geheimwaffe ist die Hexe Isetta und ihre magischen Kriegskünste. Isetta, noch im selben jungen Alter wie Fine, ist die letzte überlebende Hexe mit flammenden roten Haar. Und ich kann euch sagen, es hat sogar schon vom Anfang an wirklich Spaß gemacht. Man guckt sich die Serie an und dann denkt man so, okay, da ist ein Mädchen, die auf, ist jetzt nicht so ein Spoiler, aber die reitet, ich sag jetzt mal, nee, die fliegt auf einen Gewehr. Also ich habe jetzt echt nicht so viel Ahnung mit Pistolen oder so, ne? Aber es sieht meistens immer aus wie so ein scheiß Gewehr. Jedenfalls, es sieht aus wie eine Monsterwaffe, die dich umbringen kann. Und die fliegt einfach drauf. Ich muss erstmal sagen, das hat mich auch ziemlich angezogen, ne? Um die Serie mal zu gucken, mal sehen, was ist das, ne? Und dann sehe ich das und dann fliegt die einfach auf so ein riesen Maschinengewehr, was auch immer das ist, ne? Und ich hatte echt meinen Spaß. Sie ist witzig, sie ist süß und man kann sie echt lieb haben. Fine hingegen ist halt die Königin und quasi auch wirklich Isettas beste Freundin, kann man halt so mitten in der Serie halt anbeziehen, ne? Und es ist wirklich toll, wie die Serie halt aufbaut, ne? Ich mag es, wenn halt so Anime-Serien mit dem Weltkrieg ein bisschen, also was heißt ein bisschen zusammen, halt ist halt die Welt, der Zweite Weltkrieg, ne, zusammenbringt und wenn Deutschland halt auch ein bisschen da drin ist, weil es ist halt dann immer mal witzig, wenn man halt so die deutschen Stadt wie Berlin auch mal mithört, ne, und es ist mal witzig, quasi genauso wie bei Schwarze Marken, aber, okay, bei Schwarze Marken war ja richtig deutsch mit drin und so, aber Platz 5, Isetta. Wie ja eben erwähnt wurde, Trickster ja bei mir halt eher so Platz 6 mäßig gestartet. Aber trotz allem habe ich noch etwas, was halt mit Science Fiction und Mystery ziemlich geil nachkommt. Und zwar habe ich nämlich auf Platz 4 Oakland 9. Oakland 9 hat mich wirklich überrascht und überrascht gut, denn ich habe nichts davon eigentlich gehört, also wie soll ich auch, ne, in Deutschland hörst du ja kaum etwas, ne, das ist ja nicht möglich, aber dann natürlich, wenn du von Peppermint Anime hörst, was die so lizenzieren, da kriegt man halt mit, dass auf Akiba Pass dann ein sehr guter Anime kommt, und zwar nämlich Oakland 9. 9 eigenwillige Individuen sind mit den Okuluten Chojo, Kageku, Kirikiri, Basara Block verbunden, der von einem 17-jährigen Highschool-Schüler namens Yuta Gamon betrieben wird. Kleine Nicht-Übereinstimmungen führen dazu, dass die Neun zu einem größeren, unvorstellbaren Ereignis geführt werden, welches die Vorstellung darüber, was in dieser Welt als normal verstanden wird, verändern kann. Ja, das war halt viel, was ich jetzt nochmal sagen wollte, sonst ich habe echt Angst, bei sowas einen Spoiler rauszuhören und ihr wisst ja, bei einem Mystery Krimi Science Fiction Anime, da darf man keine Spoiler reinbauen und ey, einmal Spoiler, Katastrophe, das geht gar nicht und deswegen, ich erzähle jetzt mal ein bisschen weniger, aber ich kann euch echt empfehlen, die mal auch zu schauen. Es ist halt wirklich, da kennt ihr halt zum Beispiel diese What the Fuck Momente, wenn man so denkt, okay, wie bei Detective Conan. Detective Conan ist halt der beste Beispiel, okay? Detective Conan, und da merkt man halt, okay, da kommt jetzt was Krasses oder der erfährt was Krasses und da kommt einfach mal dieses What the Fuck Moment und da denke ich so, okay, das ist gut und da kannst du einfach noch weiter gucken. Dann wird es halt immer interessanter und interessanter und du willst eigentlich mal wissen, was da passiert ist und das läuft bei dieser Serie richtig hinaus und ich muss ehrlich sagen, Hut ab, Platz 4, Oakland 9, verdient.
Auf dem dritten Platz habe ich einen Bekannten, der nämlich schon in meiner Spring Season platziert war. Und zwar nämlich Bungus 3 Dogs, und zwar die zweite Staffel. Ich muss ehrlich sagen, die zweite Staffel hat die Serie wirklich noch interessanter gemacht. Ich gucke den Manga ja nicht, also kann man mir gucken, ich lese den Manga ja nicht. Ich gucke ja nun Anime, ist ja klar. Hat er auch gerade erst dieses Jahr begonnen. Und ich muss ehrlich sagen, nochmal Hut ab, also wirklich, die zweite Staffel hat echt alles, finde ich, für meine Aussicht besser gemacht. Viel besser und viel, viel, viel cooler. Die Kämpfe hingegen sind wiederum, ist wirklich cool gewesen. Ja gut, da gab es eigentlich gar nicht so viele Kämpfe. Was glaube ich denn da? Ja doch, eigentlich schon. Das sind ja auch, komm, das sind immerhin 12 Wochen her und... Nee, wollen wir mal cool bleiben hier, okay? Und grundsätzlich kam halt bei der ersten, die zweite Staffel halt Sachen vor, wo ich halt jetzt nicht sehr viel gerne erzählen will, denn sonst boiler ich ja hier rum, ne? Vielleicht der ein andere kennt die zweite Staffel noch nicht, oder beziehungsweise kennt ja doch die erste Staffel nicht. Deswegen erzähle ich nochmal was halt von der ersten Staffel. Was ist eigentlich Bungus 3 Dogs? Neben dem Militär und der Polizei gibt es ein ganz besonderes Detektivbüro, die Arms Detective Company. Die Angestellten dort lösen ihre Fälle auf eine ganz andere Weise, denn sie besitzen übernatürliche Fähigkeiten und nehmen die Aufträge an, die zu gefährlich für andere sind. Nakajima Atsushi wohnte bis vor kurzem in einem Waisenhaus, jedoch wurde er dort rausgeschmissen und war so gezwungen, auf der Straße zu leben. Als er am Rande des Verhungerns steht, bewahrt er den Detektiv Dazai Osamu, der für die Arms Detective Company arbeitet, davor, Selbstmord zu begehen. Osamu und sein Partner Kunihida sind gerade dabei, einen wichtigen Fall zu lösen. Und scheinbar gibt es viele Verbindungen zu Atsushi. Ihnen wird klar, dass sie sich Leben komplett verändern wird. Ja, und es ist wirklich... wirklich ausgesprochen. Sein Leben hat sich anscheinend wirklich komplett verändert und ich muss ehrlich sagen, super Charakter kriegt meistens oft aufs Maul, aber super Charakter, muss ich sagen. Und mein Lieblingscharakter ist Dazai und Dazai ist einfach Badass Motherfucker und da kann ich einfach nur sagen, nehmt euch den Spaß raus. Und bei der zweiten Staffel kann ich euch einfach nur sagen, dass da geht halt die Fortsetzung von Anfang erstmal, nur von Anfang, ich glaube, das waren die 5 Folgen, danach halt die Geschichte über Dazai und was halt vor 4 Jahren passiert ist, weil wenn ihr Bungus 2 Dogs guckt, wisst ihr, was ich meine. Nach 4 Jahren kriegt man noch eine Geschichte und ehrlich, ich muss ehrlich sagen, super, eine super Staffel, super Anime, super Manga und super Geschichte. Platz 3, Bungus 2 Dogs. Und da sind wir schon auf dem zweiten Platz. Und zwar habe ich hier nämlich Nanbaka. Und jetzt mal ehrlich, Leute, wer mag diese Serie denn nicht? Nanbaka, die einer meiner Lieblings-Comedy-Serien jetzt gerade geworden, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe mich quasi schon bei fast viele Folgen, ne? Also alle Folgen von den ganzen 12 Folgen fast tot gedacht, ehrlich. Das ist, Nanbaka ist echt ziemlich gut, muss man sagen. Das ist einfach mehr als genug und es ist halt wirklich aus Drama, Action und Comedy und alles passt einfach perfekt. Die Drama ist gut, Comedy ist beste, vor allem beste Alter. Ich kann nur sagen, beste Alter vor allem, ne? Und die Action hingegen, weil ja, Kampfszenen war jetzt so gerade auch nochmal in, ne? Und da muss ich ehrlich sagen, Nanbaka haut es richtig raus in der Fall Season. Und zwar nämlich, die Geschichte dreht sich um 4 Gefängnisinsassen. Yugo, welcher dank eines fehlgeschlagenen Ausbruchsversuchs jetzt eine verlängerte Haftstrafe absitzen muss. Dann wäre da Ono, dein Kerl, der offenbar gerne mit Frauen spielt. Sowie Rocco, der scheinbar immer wieder in Schlägereien gerät. Und zu guter Letzt Nico, ein Otaku. Und als wäre das nicht alles schon dramatisch genug, leben die 4 Insassen auch noch im Block 13 und werden von Gefängnisaufseher Hajime bewacht. Ja, im Großen und Ganzen ist es halt einfach zu erklären und ich muss ehrlich sagen, die Serie, wie schon gesagt, ist einfach göttlich. Du lachst dich wirklich in deinem Bett fast tot. Oder auf dem Schreibtisch, oder auf dem Tisch, oder auf dem Fensterbank. Wer weiß, wo du halt deine Anime guckst. Ich hingegen kann nur echt diese Serie mehr als empfehlen. Und ja, also was soll ich dazu sagen? Ne? Beste Sache überhaupt.
Opening vor allem, Opening höre ich immer ab und auf, ab und auf, ab und auf. Es ist einfach wirklich geil. Und das Beste daran ist, dass nämlich Nambaka eine zweite Staffel erhalten wird, direkt am 4. Januar 2017. Platz 2 verdient. Da sind wir schon auf dem ersten Platz und ich muss ehrlich sagen, hier bin ich mehr als abgegangen. Nämlich Platz 1 gewann nämlich von der Fall Season 2016 Haikyuu. Haikyuu, die dritte Staffel, hat mich echt für jede Folge, ne, eine Lebensenergie weggezogen, muss ich sagen. Das ist mein Ernst. Ich gucke mir einfach jede Folge und denke mir so, oh scheiße. Da verlieren die, da gewinnen die. Dann denke ich so, was denn jetzt? Und dann, Leute. Denn im dritten Staffel haben die nämlich gegen eine kranke Mannschaft gekämpft, sagen wir jetzt mal so. Ne? Also was heißt gekämpft? Ne? Gespielt, ne? Haikyuu ist ja ein Volleyball-Anime, beziehungsweise ein Volleyball-Manga. Und einer der besten, ne? Also, na gut, einer der meisterwartesten. Jedenfalls einer der beliebtesten in der Shonen Weekly, muss man sagen, neben One Piece auch noch. Und für die Haikyuu nicht kennen, ein bestimmtes Ereignis weckte in Shoujo Hinata die Liebe zum Volleyball. Sein Team hatte kaum Mitglieder, hat es aber dennoch irgendwie geschafft, bis zum ersten regulären Spiel ihrer Mittelschule zu bestehen. Bei ihrem ersten und letzten Spiel wurden sie von Tobio Kageyama, den Spieler mit dem Titel König des Feldes, vernichtet, geschlagen. Hinata schwört sich, die Highschool-Rache an Kageyama zu nehmen und fängt hart an zu trainieren und zu lernen, damit er an seiner Wunschhochschule angenommen wird. Als er dann endlich dem Volleyballclub der Karasuno Highschool beitritt, muss er feststellen, dass er nun mit Kageyama im selben Team spielt. Und ja, das ist halt so eher der Anfang, was halt so klar ist. Und Leute, die Serie ist witzig, geil und einfach nur mega spannend. Ich kann und will einfach nicht mehr warten, bis dann vielleicht eine vierte Staffel kommt. Denn den Manga ziehe ich mir noch nicht rein. Ich habe mir vorgenommen, den vielleicht mal anzufangen. Aber ich will nur einfach den Anime weiter erwarten. Ich weiß ja nicht, vielleicht kann es ja sein, dass halt eine vierte Staffel für 2017 irgendwann mal angekündigt wird. Kann ja sein, kann ja nicht sein. Und ich muss ehrlich sagen, dass die dritte Staffel richtig gut war. Gut, die dritte Staffel hatte von den ersten beiden Staffeln ja ziemlich wenig Folgen. Und man kann ja sein, kann ja klar sein, denn die ersten beiden Staffeln hatten nämlich insgesamt 25 Folgen zusammen 50 Folgen, ne? Also Staffel 1 25, 2 25 und die dritte hatte nur 10 Folgen bekommen und bei der dritten Staffel hat sie einfach nur gegen die andere Schulmannschaft, ich will jetzt nicht den Namen sagen, wegen, ihr wisst schon, Spoiler-Gefahr, sicher ist sicher, ich will jetzt auch keinen Stress mit irgendeinem Minecraft-Fan haben und es ist halt einfach nämlich der Punkt. Ich muss ehrlich sagen, super Serie, super dritte Staffel und super gemacht. Jeden Freitag Akiba Pass, mega geil, super gut. Ich hoffe echt auf eine vierte Staffel. Oh shit. Platz 1, Haikyuu. Ja Leute, das war meine Top 5 der Fall Season Anime 2016 eigentlich die letzte Season Top 5 jetzt aufgenommen und geschnitten und hochgeladen und noch ist es aber noch nicht vorbei, natürlich nicht. Ich mache jetzt auch noch eine Top 20 Anime-Serien 2016. Alle Anime-Serien im Jahr 2016, die halt gekommen sind, ob Staffel 2, 3, 4, 5, 6, egal, oder neue Anime-Serien, die jetzt in dieser Staffel drin sind, werde ich da jetzt eine Platzierung geben. Also meine Liste, meine Meinung und meine Meinung. Wie hier, meine Meinung. Natürlich, wer wird die Nummer 1 sein bei mir? Wer wird die Nummer 2 sein? Oder beziehungsweise, wer wird die Nummer 20 sein? Das wird ihr dann irgendwann erfahren. Link würde ich dann auf jeden Fall in der Videobeschreibung setzen oder in den Kommentar, das kommt darauf an, wo ich das dann ein bisschen Werbung mache. Am besten ist es halt möglich, wenn ihr mich abonniert, da könnt ihr auch gar nichts mehr verpassen und die Glocke aktivieren, denn da kriegt ihr noch eine Meldung, ne, von dem Handy, E-Mail oder
Ich muss echt sagen, hoffentlich lässt du auch einen Daumen nach oben da, wenn dir dieses Video gefallen hat. Schreib doch mal in den Kommentaren deine Top 5 der Anime Four Season 2016 rein. Kannst auch gerne Top 10 machen, ist mir eigentlich egal. Interessiert mich halt wirklich, was du in der Four Season geguckt hast. Und ja, ich sag einfach nur, mach's gut, habt noch einen schönen Tag, genießt die Winterferien. Habt einen schönen, heilig, ach, weiß was, nee. Mach's gut, bis bald und ciao.